Kreis in meinen Herzen. Ich will erheben im wunderbaren Namen Jesus. Ja, ich will rühmen meinen Gott. Ich will preisen meinen Herrn. Ich will erheben im wunderbaren Namen Jesus. Und weißt du, lieber Mensch, warum? Warum hier einer heute Morgen steht, um den wunderbaren Namen Jesus zu erheben? Ja, er ist mein Licht, mein Heil. Er ist meines Lebens Kraft. Er ist da, wenn in mir die Kraft erschlaft. Und das merke ich im Alter immer deutlicher, wie die Kraft erschlaft. Doch Jesus Christus, der Auferstandene, der lebendige Sohn Gottes, der mein Heiland, der Erlöser, der Retter meines Lebens geworden ist, er ist da, wenn ich falle. Er ist da, wenn ich nicht mehr kann. Dort, wo ich am Ende bin, da fängt der Sohn des ewigen und lebendigen Gottes ein neues mit mir an. Und darum heute Morgen hier in Elmshorn will ich rühmen meinen Gott. Ich will preisen meinen Herrn. Ich will erheben den wunderbaren Namen Jesus. Ja, ich will rühmen meinen Gott. Ich will preisen meinen Herrn. Ich will erheben den wunderbaren Namen Jesus. Gottes reicher Güte, seiner Liebe, seiner endlos großen Treue, die jeden Morgen neu, wie reich ist Gottes Güte, die jeden Morgen neu, wie reich ist Gottes Liebe, die jeden Morgen neu. Morgen neu, wie groß ist Gottes Treue. Ja, wie groß ist Gottes Treue. Mein Erlöser und Heiland und Retter, mir ist durch ihn Rettung widerfahren, aus dem Tod in das ewige Leben, aus der Finsternis, in der mein Leben gefangen war, in der Nichtigkeit meines Denkens und Sinnens und Trachtens, hat Jesus Christus mich versetzt in sein wunderbares Licht. Darum rühme ich Jesus Christus als den Retter. Er ist nicht nur der Retter meines Lebens, sondern ist der Retter der ganzen Welt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, sagte damals, also hat Gott diese Welt geliebt, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, welche an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und danach sagt der Sohn Gottes, ich bin nicht in die Welt gekommen, damit ich diese Welt richte, nein, sondern Jesus Christus ist in die Welt gekommen, damit er diese Welt rette. Rettung verlorener Menschen, die keine Hoffnung haben ohne den lebendigen Gott. Rettung verlorener Menschen, Seelen, die in Gottes Augen kostbar sind, gerettet zu werden durch seinen einzigen Sohn. Darum wird die frohmachende Botschaft Jesu Christi, des Sohnes Gottes, im Auftrag des Auferstandenen dieser Welt verkündigt. Und diese Botschaft Jesu Christi ist auch heute die gute Nachricht. Frohe Botschaft, Gottes Evangelium, für die ganze Welt, gute Nachricht. Frohe Botschaft, Gottes Evangelium, für die ganze Welt. Ja, Gottes Liebe hat für uns den Sohn gegeben, Jesus Christus, er kam in diese Welt und erließ sein Leben. Ja, durch Jesu Tod am Kreuz sind wir von Schuld befreit. Jesus lebt, auferstanden hat uns verheißen, wir dürfen mit ihm leben, und zwar in Ewigkeit. Durch Jesu Tod am Kreuz sind wir von Schuld befreit. Ja, Jesus lebt und wir, kraft seiner wunderbaren Verheißung, wir dürfen mit ihm leben, und zwar in Ewigkeit.
Ja, und das ist auch heute Morgen hier in Elmshorn eine gute Nachricht, frohe Botschaft, Gottes Evangelium für die ganze Welt. Gute Nachricht, frohe Botschaft, Gottes Evangelium für die ganze Welt. Ja, Gottes Liebe, sie will nicht, dass wir sinnlos sterben, oh nein. Jesus Christus, er machte uns für Gott zum Kind und Erben. Wer Jesus glaubt, der ist in seinem Tode nicht verloren. Ewig lebt, so wie uns der Sohn Gottes verheißen hat, den Gottes Geist, die Bibel sagt, zu einer lebendigen Hoffnung ganz neu geboren. Ja, wer Jesus glaubt, der ist in seinem Tode nicht verloren. Ewig lebt, wie in Gottes Geist, zu einer lebendigen Hoffnung ganz neu geboren. Ja, geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das darf ich sein durch Jesus Christus. Und das ist eine Hoffnung, die ihren Anker in der Ewigkeit Gottes hat. Und die wird uns verkündigt in der guten Nachricht. Frohen Botschaft, Gottes Evangelium für die ganze Welt. Gute Nachricht, frohe Botschaft. Joy, 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 in Jesus ist die Freude. Joy, 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 in Jesus ist die Freude. Joy, 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 in Jesus ist die Freude. In Jesus ist die Freude von Gott. In Jesus ist die Freude von Gott. Peace, 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 in Jesus ist der Friede. Der Friede, peace, peace, peace. In Jesus ist der Friede, in Jesus ist der Friede mit Gott. In Jesus ist der Friede mit Gott. Love, 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 in Jesus ist die Liebe. Love, 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 in Jesus ist die Liebe. Love, 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 in Jesus ist die Liebe. In Jesus ist die Liebe, die Liebe von Gott. In Jesus ist die Liebe von Gott. Grace, 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 in Jesus ist die Gnade. Grace, 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 in Jesus ist die Gnade. Grace, 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 in Jesus ist die Gnade. In Jesus ist die Gnade von Gott. In Jesus ist die Gnade von Gott. Life, 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 in Jesus ist das Leben. Life, 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 in Jesus ist das Leben. Life, 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 in Jesus ist das Leben. In Jesus ist das Leben von Gott. In Jesus ist das Leben von Gott. In Jesus ist das Leben von Gott.